Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge der Bart Talkt. Ich habe mir wieder ein paar Notizen gemacht, natürlich zur Apple Keynote, die gestern Abend hier lief. Ja, Apple hat ein bisschen was vorgestellt, unter anderem natürlich das iPhone 7 und iPhone 7 Plus. Es gibt Gott sei Dank keine Pro-Version. Ich habe es ja wirklich gehofft, weil ich habe es ja im anderen Video schon gesagt, das wäre einfach ein Fehler gewesen. Aber egal, gibt's ja nicht. So, das iPhone 7, haben sie einiges verändert, was schon mal richtig cool ist. Die haben die 16 GB Version endlich mal abgeschafft. Die braucht ja auch kein Mensch. Fängt also an ab 32 GB und dann geht es nach 128 und 256. Das ist in der Plus-Version natürlich genau dasselbe. Gute Sache, das gefällt mir. Als nächstes, und ich muss sagen, das finde ich einfach grandios, wir haben ja alle drauf gehofft, denke ich mal, also besonders ich, habe da sehr, sehr drauf gehofft, ist, dass es wasserdicht geworden ist. Das ist eine super Sache. Ich hatte früher mal, das muss ich mal überlegen, das Sony Z, keine Ahnung, ich weiß es nicht mehr, irgendein Sony Z, was auf jeden Fall wasserdicht war, und es war einfach hervorragend, wirklich klasse, und das habe ich immer vermisst, seitdem ich das nicht mehr hatte. Und deswegen gibt es doch gar nichts Besseres, als dass Apple das endlich hinbekommen hat, das iPhone wasserdicht zu machen. Klasse Sache. Dann eine Sache, die auch wichtig ist, die man halt immer so schön kennt vom HTC. Endlich mal ein Smartphone mit Lautsprechern. Naja, ich will jetzt nicht sagen, dass die hervorragend sind wie eine Anlage oder was weiß ich. Aber man kann auf jeden Fall kleine Videos oder sowas so oder ein bisschen Musik in der Küche oder sowas wunderbar damit hören. Und das iPhone 7 hat jetzt auch endlich Stereo-Lautsprecher. Wie gut die sind, das muss man natürlich abwarten. Apple sagt natürlich hervorragend und superklasse. Das haben sie aber sowieso bei eigentlich allem gesagt. Das Beste, was wir jemals gebaut haben. Wäre auch traurig, wenn nicht. Wenn das iPhone 7 schlechter wäre als das iPhone 6s. Wäre ja ziemlich blöd. So, Stereo-Lautsprecher sind aber halt eine tolle Sache. Das gefällt mir auch richtig gut. Schön, dass sie das eingebaut haben. Wo es natürlich nochmal eine richtig große Neuerung gab, ist die Kamera. Natürlich ist die auch wieder besser als also die beste iPhone-Kamera, die sie je gebaut haben. Wie gesagt, immer dasselbe. Aber bei der Plus-Variante haben die jetzt zwei 12-Megapixel-Kameras eingebaut. Was richtig cool ist, und besonders soll es dafür sein, dass man dann so einen schönen Unschärfe-Effekt im Hintergrund hinbekommt. Also fokussierst halt eine Person oder einen Gegenstand und der Hintergrund wird dann schön unscharf. Was man damit auch noch machen kann, ist halt dann ein bisschen weiter ranzoomen mit der zweiten Linse dann. Gute Sache, das klingt auf jeden Fall sehr interessant, das würde ich auch echt gerne mal testen. Klingt wirklich gut. Was bei beiden drin ist diesmal, ist der optische Bildstabilisator. Das ist natürlich auch klasse, ist immer schön, dass sowas da ist. Ja, die Displaygrößen sind 4,7 Zoll beim normalen und 5,5 bei der Plus-Version in Retina HD. Also, ja, mal gespannt. Wird bestimmt schon eine tolle Sache sein. Ja. So, was sie noch verändert haben, ist der Home-Button. Ein neuer Home-Button, den man, wenn ich das richtig verstanden habe, nicht mehr richtig reindrückt, sondern wie bei den neuen MacBooks mit der Taptic Engine, mit dem Vibrationsding, dass es man dadurch so ein Feedback bekommt und sich so anfühlen sollen, als würdest du den Home-Button reindrücken. Ja, da bin ich mal wirklich gespannt drauf, wie sich das so anfühlt. Ich habe eigentlich gar nichts gegen den normalen Knopf, aber naja, man muss ja auch irgendwas mal verändern und verbessern, nicht wahr? Was natürlich auch noch neu ist, eine 4-Kern-CPU, der A10 Fusion Chip. Der ist natürlich 1000-mal schneller jetzt wieder als alles andere und hervorragend und so. Ja, also die Leistung ist ja sowieso gut, es ist ja auch immer alles schnell, muss natürlich auch noch schneller werden. Was jetzt aber auch so eine Sache ist, die finde ich eigentlich schade, aber naja, zumindest haben sie es gut rübergebracht, ist, dass jetzt der Kopfhöreranschluss weggefallen ist. Sie legen aber einen Adapter mit bei, damit man natürlich seinen normalen Kopfhörer ranmachen kann. Und die EarPods, die dabei sind, haben halt jetzt einen Lightning-Anschluss. Also keine 3,5 mm mehr, sondern halt direkt in die Ladebuchse rein. Ja, also ob das jetzt so toll ist, ich meine, ich dachte die ganze Zeit aber nur, was ist denn, wenn man sein Handy dabei laden will? Das geht ja dann nicht mehr. Bisschen blöd irgendwie, aber na gut, naja. Es wurde ja quasi schon vorher gesagt, dass das passieren soll. Ich hätte zum Echtsein nicht gedacht, dass sie es tatsächlich rauslassen, aber jetzt ist es halt weg. Müssen wir damit irgendwie leben. Was sie noch vorgestellt haben, sind dann die AirPods.
Die, muss ich sagen, sehen richtig seltsam aus. Ich blende da auch ein Bild ein, aber ihr seht es also, das Kabel fällt halt alles weg und sind halt nur noch diese Stöpsel. Die Idee finde ich ja gut, aber ob das jetzt auch wirklich so cool ist, ja, das ist so eine Frage. Das muss man, glaube ich, ausprobieren. Natürlich soll der Sound auch wieder ganz toll sein, wobei ich dann immer denke, bei dem Preis von 159, glaube ich, ihr könnt es gerade sehen, ich gerade nicht, ich glaube $159, weiß ich nicht, wenn ich überlege, der Sound von den normalen Earpods, es ist ja alles okay, um damit irgendwie was zu hören, aber großartig ist das nicht. Und $160 würde ich für sowas auf gar keinen Fall bezahlen. Ich weiß auch nicht, wer das machen sollte. Naja, deswegen, wenn der Sound... Ach, ich weiß, das kann ich mir einfach nicht vorstellen, dass das wirklich gerechtfertigt ist. Muss man natürlich abwarten, aber ist schwierig vorstellbar. So, was sie noch vorgestellt haben. Ach so, nee, oh, eine Sache fehlt ja noch. Die Preise, natürlich. Das iPhone 7 startet von, mit $649 in der 32 GB Variante. Ja, das ist ja jetzt nicht so überraschend. Und das 7 Plus mit $769 in der 32 GB Variante. Also nicht so wirklich die großen Veränderungen, aber wir sind hier wenigstens nicht gleich beim Einsteigermodell für 8.000-9.000 Euro, was auch immer. Also das geht ja dann wenigstens noch klar. Was sie noch vorgestellt haben, ist die iWatch, die neue. Die ist jetzt auch wasserdicht und was ich besonders, also die haben natürlich ein paar extra Features reingesteckt und sowas, gerade was Aktivitäten-Dings angehen soll, mit GPS-Modul jetzt und so. Wusste gar nicht, dass die alte das gar nicht hat, das finde ich ja eher ein bisschen schwach. Aber soll halt alles dadurch besser kommen. Die neue Apple Watch gibt es jetzt für $369 und die alte kostet dann nur noch $269. Das ist ja schon mal wenigstens eine schöne Preisansage. Das gefällt mir eigentlich ganz gut. So, weil die Notizen sind schon abgearbeitet, habe mir gar nicht so viel aufgeschrieben. Ich muss sagen, ich finde, das war alles gar nicht so schlecht. Was ich schade finde, ist halt, ich habe das ja vorher auch schon gesagt, das Design von der 6er Serie gefällt mir ja gar nicht so gut. Und da jetzt ja das 7er ziemlich ähnlich aussieht, außer halt mit den Antennenstreifen jetzt oben, also weiß ich nicht, das ist nicht so meins irgendwie. Es fühlt sich bestimmt toll alles an und sowas, ist bestimmt auch gar nicht schlecht, aber... Naja, ein richtig frisches, neues Design wäre meiner Meinung nach besser gewesen. Ich denke mal, sehen auch ganz viele so, aber man muss es natürlich mal in die Hand nehmen und dann mal ausprobieren, wie das ausschaut. Es gibt dazu dann jetzt auch noch die Farbe Jet Black, war das glaube ich. Also es gibt ein normales Schwarz und dann halt noch so ein Hochglanzschwarz, irgendwie so Klavierlack-Optik, irgendwie Krams. Das sieht bestimmt auch richtig klasse aus, das kann ich mir wirklich gut vorstellen. Und natürlich die normalen Farben Silber, Gold, Rose Gold. So, das ist halt so der Standard. Ja, ich fand es auf jeden Fall ganz interessant. Es gab natürlich noch einiges über iOS 10, was dann jetzt auch rauskommt, was sie noch erzählt haben. Also es war eigentlich eine ganz schöne Sache. Ihr könnt euch das ja auch immer noch angucken. Das ist ja jetzt hier auch nur mal eine kleine Zusammenfassung. Das Ding ging 2 Stunden und ein paar Minuten, glaube ich, irgendwie so. Also ist noch auf der Apple-Seite, ist der Stream auch noch da, wenn ihr das nochmal sehen wollt. Schöne Sache auf jeden Fall. So, ich bin gespannt auf die neuen iPhones. Das mit der Apple Watch, ja, auch sehr interessant alles. Das mit den AirPods, halt, wie gesagt, tja, da muss man sich mal überraschen lassen. Ich kann mir das wirklich nicht vorstellen, dass sich das irgendwie lohnt, 160 Tacken für, ja, so welche Kopfhörer auszugeben. Egal, muss ja jeder immer selber wissen. Auf jeden Fall viele Neuigkeiten, kurz zusammengepresst für euch. Danke fürs Zuschauen, streichelt euren Bart und bis zum nächsten Video.